Hallo liebe Hecht und Barsch Community und erstmal ein frohes neues Jahr euch allen. Viel Gesundheit und natürlich dicke Fische in 2024. Wir machen heute wie jedes Jahr ein kleines Unboxing von unserem Adventskalender. Das hier ist die 2023er Version, die wir jetzt gleich gemeinsam auspacken werden. Und anschließend verrate ich euch noch ein paar Details auf den Adventskalender 2024, der fertig geplant ist und den man ab heute auch schon vorbestellen kann. So, wir fangen an mit der 1. Das war ein persönliches Highlight für mich. Man muss immer mit einem Banger starten. Und das war der Yosubi Jerkbait 80 in der Sonderfarbe Blood Diamond. Dieses Jahr haben wir erstmalig ja auch die Möglichkeit, euch gegeben, digital Feedback zu geben. Es ist dann besonders leicht, schnell herauszufinden für uns, welche Produkte und welche Dekore euch besonders gut gefallen haben. Und dieser kleine Yosubi Jerkbait lag insgesamt auf Platz 3, also einer der beliebtesten Köder in diesem Kalender bei euch. In der 2 dann ein etwas schwereres Paket, zweimal den Köfi Perchet in 14 cm Länge. Die Sonderfarbe Mistletoe, also Mistelzweig auf Deutsch, hat den allermeisten offensichtlich sehr zugesagt. Es ist ein ja, grünlicheres Dekor mit goldglänzenden Barstreifen und goldenen Flakes und einem UV-aktiven orangenen Bauch. Das ist zum Hechtangeln sicherlich sehr, sehr gut geeignet. Dafür ist der Köder auch in erster Linie gedacht. Aber natürlich kann man hiermit auch einen großen Zander oder einen sehr großen Barsch erwischen. Wir machen weiter mit der 3. Hier wurde es dann wieder etwas feiner. Und zwar hat uns Johannes Dietl hier eine Sonderfarbe seines Shaky Sneakers aus der Barsch Alarm Range. Ja, designt. Und zwar den Gobi AF. AF steht für Red Flag. Ein richtig schöner Finesse-Köder und obwohl wir hier die längste Länge gewählt haben, die es beim Shaky Sneaker gibt, durch das geringe Volumen, durch den dünnen Körper, ist das auch auf jeden Fall etwas für die heimischen Barsche. Dafür muss man nicht nach Holland fahren, um den einzusetzen. In der 4 wurde es dann wieder hardbaitig und zwar hatten wir hier einen 6,8 cm langen Twitchbait von der Marke Lurefans in einem sehr, sehr schönen Sonderdekor Purple Hazelnut. Ein Köder, der dieses Jahr im YPC einen der größten Barsche gebracht hat. In der Nummer 5 am Kopf des Weihnachtsmannes hatten wir dann einen Zanderköder, nämlich von LMAB, den Köfi Bleakshed in 12 cm Länge in der Sonderfarbe Feliz Navidad. Ein Dekor, das auf jeden Fall sehr viele positive Reaktionen hervorgerufen hat. Eine Abwandlung der Chrome Edition, die ja dieses Jahr auf den Markt gegangen ist, aber eben anstatt Chrome Green hier mit einem orangenen Bauch. Die 6 hat dann den allermeisten von euch richtig gut gefallen, war nämlich laut Umfrage der zweitbeliebteste Köder in diesem Kalender. Der Westin Swim in 12 cm in einer Suspending-Variante in einer Sonderfarbe vom YPC Bank Champion 2022 Ton van Ham. In der 7 dann ein Köder, der es fast in die Top 5 geschafft hätte vom Beliebtheitsgrad. Und zwar der Nace Venom in 4,3 Inch. Weiß als Hauptfarbe ist auf jeden Fall etwas, das viele Angler sehr schätzen und das natürlich auch ins Winterthema extrem gut reinpasst. In der 8 kam dann der erste Metallköder und zwar der Köfi Techno Vibe, einer Neuheit aus dem Jahr 2023 in einer Farbe Jingle Bells. Und an der Stelle wichtig zu sagen, weil es dazu viele Kommentare gab, das hier sollte keine Sparversion werden. Der Techno Vibe hat üblicherweise einen Zwilling, den man alternativ anbringen kann und auch noch ein Willow Leaf, das man auch hinten noch montieren kann in der normalen Version, die jetzt auf dem Markt erhältlich ist. Allerdings war diese Version hier schon im Sommer produziert und als uns die Idee kam mit diesen Wechseloptionen, da war es dann fürs Adventskalendertürchen schon zu spät, weil wir da ein bisschen mehr Vorlauf brauchen. Das für euch nur zur Information, warum es kein Willow Leaf und kein Wechselzwilling gab. In der 9 kam dann der erste richtig große Gummi
Und zwar geht es hier um einen der beliebtesten Hechtköder in Europa von der Marke Strike Pro in der Sonderfarbe Party Perch. Uns ist bewusst, dass nicht jeder Adventskalenderkäufer regelmäßig Köder in diesen Größen angelt, aber wir wollen euch natürlich hier auch ein bisschen was mit auf den Weg geben, mal anregen, auch mal vielleicht was auszuprobieren, das ihr sonst nicht immer macht. Und ein 20 cm Gummi ist auf keinen Fall zu groß, um auch bei euch am Vereinsteich auf Hecht zu angeln. Auch Hechte mittlerer Größe schnappen da problemlos zu. Und beim Ausprobieren, dazu passt auch das Türchen 10 dann sehr gut dazu, denn nicht alle von euch angeln regelmäßig mit Oberflächenködern, aber Topwatern ist wirklich eine extrem spannende Angelegenheit, vor allem das Fischen mit Stickbaits. Und genau sowas haben wir hier, nämlich den Ilex Chatterbeast in 7 cm Länge in der Sonderfarbe Dark Belly Perch, designt von Mark Pachowski, der hier oben im Kopfbereich wieder einen extra gut sichtbaren UV-Punkt angebracht hat. Nicht damit die Vögel von oben drauf schießen, sondern damit er als Angler den Stickbait auch bei ein bisschen Wellengang oder weiterer Entfernung gut im Auge behalten kann. In der 11 dann zurück zu einem Köder, den es bereits in dieser Form, in dem Kalender schon in der 2 gegeben hatte, aber es war das Jahr des Perchheads. Johannes Gasser hat damit dieses Jahr den All-Time-Zander-Rekord bei der Predator Tour gebrochen. Daniel hat den All-Time-Barsch-Rekord auch mit dem Perchhead gebrochen bei der WPC, bei der World Predator Classics. Und deswegen gab es den Köfi Perchhead dieses Jahr zweimal im Kalender nach 14 cm, hier auch nochmal in 11. Und auch diese Sonderfarbe Dirty Snow hat bei euch echt für Begeisterung gesorgt, was uns natürlich extrem gefreut hat. In der 12 gab es dann den einzigen Krebs, und zwar von der italienischen Firma Molex, den Freaky Craw in 4 Inch, also 10 cm, in einer, finde ich, wunderschönen Sonderfarbe Wagasaki mit Electric Flakes. Und was ihr auf jeden Fall mal ausprobieren solltet, Craws sind nicht nur hervorragende Barschköder, sondern sie funktionieren auch verdammt gut auf Hecht. Wir kommen zum viertbeliebtesten Köder in diesem Jahr laut Umfrage. Und zwar haben wir es hier wieder mit einem relativ großen und schweren Hardbait zum Hechtangeln zu tun. Die Rede ist vom Rogue Glider der Firma Zec. 10 cm lang, 46 Gramm schwer und in der Sonderfarbe Black Tiger. In der 14 dann ein Produkt, das so noch überhaupt nicht auf dem Markt erhältlich ist, nämlich die Finesse Filet Tube in der Größe 8 cm. Die könnt ihr so bisher nicht kaufen. Sicherlich ein Produkt, an dem sich ein bisschen die Geister scheiden. Viele Leute angeln in Europa nicht mit Tubes. Andere haben herausgefunden, dass gerade das an ihren Gewässern eben auch den Unterschied ausmachen kann, weil es eben noch nicht jeder Barsch mit Artikelnummer kennt. Und hier haben wir einen hohlen Körper. Ihr könnt also ein Gewicht innen einbringen. Ihr könnt es aber auch am Netrig fischen. Und wer Herbert Ziereis beim YPC gesehen hat, der weiß, dass nicht nur Barsche, sondern auch vor allem Zander extrem auf diese in den USA sehr, sehr beliebten Gummiköder abfahren. In der 15 dann ein kleiner Twitchbait von der Firma Abu Garcia. Der Tormentor in 7 cm Länge und 9 Gramm Gewicht in der Sonderfarbe Irish Tiger. In der 16 dann nochmal was Gummifischartiges zum Zanderangeln, nämlich die neueste Größe des LMAB Drunkbaits. 3 Stück in 12 cm Länge in der Sonderfarbe Christmas Candle. In der 17 wurde es dann noch einmal winzig, winzig klein. Und zwar sprechen wir vom Rapala X-Lite Crank, einem 3,5 cm kurzen und 4 Gramm leichten Crankbait zum Forellen- und Barschangeln in der Sonderfarbe White Tiger. Nach dem kürzesten Hardbait kam dann der zweitlängste Köder in diesem Kalender, und zwar der 19 cm lange Chatties in der Sonderfarbe Galaxy. Und für all diejenigen,
die nicht genau wissen, wie man solche Hechtköder am besten einsetzt. Für die hatten wir noch ein extra Goodie dabei, und zwar gesponsert von der Anglerschmiede, einer Plattform, auf der man einen Angelschein-Vorbereitungskurs, aber auch Expertenkurse belegen kann, gab es einen Hechtkurs von Luis Mendes und Enrico Di Ventura geschenkt, also mit diesem Gutscheincode 100%. Und dann haben wir uns gedacht, für all diejenigen, die einen Kumpel oder eine Freundin haben, die sie unbedingt mal mit ans Wasser nehmen wollen, aber die leider einfach keine Angelerlaubnis haben bisher in Deutschland, da können wir nochmal so einen 50-Euro-Gutschein raushauen, den man dann zu Weihnachten ideal verschenken kann für einen Vorbereitungskurs zum Angelschein. In der 19 dann der zweite Metallköder in diesem Adventskalender, und zwar der Köfi Good Vibe in 14 Gramm in der Sonderfarbe Ice Tiger. Laut Umfrage ein sehr, sehr beliebter Köder. Ich glaube, Platz 7 hat er bei euch im Ranking belegt, was jetzt nicht wahnsinnig überrascht, weil es auch bei uns im Shop ein sehr, sehr, sehr beliebter Köder ist, was vielleicht auch daran liegt, dass wir hier das Wechselblatt dabei haben. Wir empfehlen das Willow Leaf, wenn ihr in der Strömung angelt, und wenn ihr an stillen Gewässern seid und ein bisschen mehr Druck machen wollt, dann das vormontierte Colorado Leaf. In der 20 dann die Firma Monkey Lewis, gehört seit vielen Jahren zu den Adventskalender Brands. Und dieses Jahr gab es einen King Louis in 7,5 cm in der Farbe Hot Panther. Ein sehr gelungenes Sonderdekor, eine absolute Waffe natürlich, vor allem zum Barschangeln. In der 21 dann der dritte und letzte Metallköder in diesem Kalender, und zwar ein Spinnerbait. Einer mit YPC-Historie, die ich selbst live miterleben durfte, als Marc Paczowski im, ich glaube, Halbfinale gegen Herbert Zierreis einen sehr, sehr wichtigen und entscheidenden Barsch fangen konnte. Hier in einer Sonderfarbe, auf die Marc Paczowski absolut schwört, nämlich Chartreuse White. In der 22 dann der fünftbeliebteste Köder in diesem Jahr, und das war der Drunk Dancer von LMAB. Zwei Stück, 15 cm lang, in der Sonderfarbe Fire and Ice. Auch hier keine Riesenüberraschung, dass euch dieser Köder gut gefallen hat. Seit dem damaligen YPC-Hechtrekord von Enrico Di Ventura gehört dieser Köder zu den beliebtesten Hechtködern bei uns im Shop. Und offensichtlich ist das auch bei den Adventskalenderkunden so. In der 23 dann noch die nützlichen Helferlein, wie es bisher in den letzten Adventskalendern eigentlich immer so gewesen ist, dass wir nochmal, ja, zumindest für jeden Köder irgendwie einen passenden Haken mit im Kalender haben wollen. Wir haben hier bei der 10-0er Variante, die für die beiden größten Gummiköder gedacht sind, auf Savage Gear kurzfristig zurückgegriffen, weil Musaga die großen Haken nicht liefern konnte. Das vielleicht noch als kleine Background-Info. Herzlichen Dank an der Stelle da an Toni Weise und Savage Gear, dass man uns da aushelfen konnte kurzfristig. Welche Gummiköder man dann mit den entsprechenden Haken bestücken kann, das könnt ihr hier auf dieser Karte nachlesen, wenn ihr es nicht ohnehin selbst wisst. Bleibt noch das Weihnachtstürchen, das Schönste zum Schluss. Versucht man immer hinzukriegen, ist natürlich nicht ganz leicht und auch ein bisschen subjektiv, aber zumindest nach den Zahlen zu urteilen, lagen wir mit unserer Wahl nicht ganz falsch, denn der beliebteste Köder laut Umfrage in diesem Kalender war eine Neuheit aus dem Jahr 2023 von der Firma Nace. Der Crank 65, also 6,5 cm Länge, 12,4 Gramm und in der Sonderfarbe CE23, also Christmas Edition 2023. Das war ja also der Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender 2023. Der ist jetzt allerdings Geschichte. Ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlich für all das großartige Feedback bedanken. Das war wirklich atemberaubend. So gut war es, glaube ich, noch nie. Also, dass wir je so viel positives Feedback zu einem Produkt hatten. Gerade bei so einer Herzensangelegenheit, wo man auch echt viel, viel Zeit und Mühe investiert und dann lange warten muss, bis man das Feedback dann bekommt und erst dann auch erfährt, ob man denn irgendwie
den Nerv getroffen hat und ob es gefällt, was man sich da überlegt hat an verschiedenen Produkten, an Sonderfarben. Wenn man dann so ein positives Feedback bekommt, wie wir das dieses Jahr bekommen haben, dann ist das wirklich echt, echt viel wert und freut uns ungemein. Also das ist wirklich, wirklich geil. Wie im letzten Jahr möchte ich euch einen kleinen Ausblick geben auf den Adventskalender 2024. Wir sind mit der Planung fertig. Die Markenvielfalt wird bestehen bleiben. Wir werden voraussichtlich wieder 15 Marken im Kalender haben. Voraussichtlich deswegen, weil am Ende 100%ig wissen tut man es nicht, bis die Produkte da sind. Wir mussten manchmal noch mal ganz kurzfristig Sachen umdisponieren, wie jetzt zum Beispiel dieses Jahr mit den Haken. Aber in der Regel geht es halbwegs glatt alles. Wir werden mehr Hardbaits haben. Wir stellen jedes Jahr fest, dass das die Türchen sind, über die ihr euch am meisten freut. Auch jetzt die Top 4 waren alles Hardbaits. Wir werden einen nochmal deutlich höheren Warenwert haben, was damit zu tun hat, dass wir über die Jahre gelernt haben, besser zu verhandeln, für euch da noch einen besseren Deal rauszuholen. Und natürlich auch mit der steigenden Auflage, die wird sich dieses Jahr noch mal ein kleines bisschen erhöhen, auch in der Lage sind, noch bessere Preise zu verhandeln. Wir werden einen Warenwert haben von 230 bis 240 Euro. Ich glaube, letztes Jahr haben wir gesagt, wir sind bei 205 und dann haben Lemmy zum Beispiel, glaube ich, hat irgendwie mehr ausgerechnet. Wir werden nächstes Jahr kein Türchen mit Zubehör haben, also in jedem einzelnen Türchen werden sich Köder befinden. Für all diejenigen Anfänger, die darüber vielleicht enttäuscht sind oder sagen, ich fand das mit den Haken aber gut, weil mir da auch noch mal gezeigt wurde, welche Größe ich auch für die Gummiköder benutzen kann. Sowas werden wir trotzdem machen, also wir werden trotzdem irgendwo eine Anleitung beilegen, welche Jig-Haken wir empfehlen zu den Gummiködern. Wir haben schon festgestellt, dass dieses Türchen 23 ja nicht in dem Maße geschätzt wird, wie jetzt nochmal ein Köder in einer Sonderfarbe. Deswegen fällt das weg. Ansonsten steht das Design, das Konzept, die Köder, alles ist bestellt. Ihr könnt jetzt bestellen, den Link dazu habe ich unten in die Videobeschreibung gepackt. Und an der Stelle möchte ich nochmal sagen, nicht nur, dass es natürlich für euch cool ist, wenn ihr dieses Thema abgehakt habt und den Kalender vorbestellt habt und den auf jeden Fall bekommen werdet, dieses limitierte Produkt, das irgendwann vielleicht ausverkauft sein wird. Nein, ihr tut uns auch einen riesengroßen Gefallen damit, wenn ihr schon jetzt bestellt, denn wir haben eine sehr hohe Auflage mittlerweile bei den Kalendern. Wir müssen extrem viel Ware vorfinanzieren. Wenn alle erst den Kalender kaufen, wenn er wirklich im November verfügbar ist, dann haben wir einfach ja, ein ganz, ganz großes finanzielles Loch, das wir überwinden müssen mit Darlehen bei Banken und so weiter. Und je mehr Leute von euch diesen Kalender schon im Januar oder Februar bestellen, kaufen, bezahlen, desto ja, weniger sind wir da auf fremde Hilfe angewiesen, die natürlich mit hohen Zinsen und Risiko verbunden ist. Vielen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das Vertrauen. Vielen, vielen Dank für das tolle Feedback in diesem Jahr und bis bald. Entweder hier auf dem YouTube-Kanal YPC Bass fängt bald an oder auf unserem Podcast von mir und Daniel Köpfe mit Nägeln auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, könnt ihr uns finden. Freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns bald wiedersehen oder hören. Macht's gut.